Es ist sehr schwer, unzufrieden zu sein und zu bleiben. Tatsächlich unzufrieden. Wenn dies gelingt, dann steigt die Lebensfreude. Guten Morgen! Wie? Der Christian, das sagt doch immer, man soll nicht in der Opferzone verweilen, sondern anpacken und bewusst den Fokus auf die Dinge setzen, wo man etwas tun kann. Ja, genau. Und wann packt man an? Wann beginnt man sich überhaupt damit zu beschäftigen? Ob man bewusst oder ob man unbewusst ist oder lebt, wenn man unzufrieden ist. Ihr werdet alle nicht hier auf diesem Kanal, wenn ihr nicht alle ein Stück dieser wertvollen Unzufriedenheit in euch tragen würdet. Aber es ist sehr schwierig, Unzufriedenheit zu verstehen, weil die meisten Menschen Unzufriedenheit in eine bestimmte Richtung zwängen wollen. Viele sind mit ganz bestimmten Dingen unzufrieden, weil sie mehr wollen, mehr Wissen, bessere Arbeit, ein höheres Einkommen, mehr Anerkennung, mehr soziale Kontakte oder irgendwelches Erreichen bestimmter enger Ziele, wie eine gesunde Ernährung, mehr Sport und so weiter. Wenn eine Unzufriedenheit daraus entsteht, dann mag dies dieses Problem lösen, weil man die Kraft und den Fokus eben darauf lenkt. Das macht teilweise auch Sinn. Aber es entsteht dadurch keine echte permanente Zufriedenheit, also eine grundsätzliche Lebensfreude, die nur durch eine generelle Unzufriedenheit generiert wird. Es entsteht lediglich die Erfahrung, dass man durch Fokussierung und entsprechende Motivation diese Probleme lösen kann. Wenn man dagegen mit allem unzufrieden ist, mit seinen Ängsten, mit seinem Glauben, mit seinem Denken und kein Resultat anstrebt, dann brennt das Feuer der schöpferischen Kreativität. So nannte das Krishnamurti, das Buch von ihm verlinke ich mal unten. Sehr, sehr interessant. Man hat kein Ziel. Man hat nur das Gefühl, so nicht. Und dieses so bezieht sich auf alles. Und dann sind wir viel näher an einem universellen Bewusstsein, als wenn wir uns nur auf eine Sache fokussieren und unsere Unzufriedenheit daraus generieren. Was passiert bei den meisten Menschen im Leben? Das Feuer des Lebens und der Leidenschaft brennt im Kindesalter, bevor wir dann mit Zielen und Wünschen ausgehend von unserem Denken konditioniert werden. Es kommt dann Schule, es kommen Bewertungen, es kommt gesellschaftliche Integration in das Wertesystem, Karriere, Geld und Anerkennung. Und dann umso länger wir daran arbeiten, umso höher steigen wir in der entsprechenden Hierarchie auf, umso länger wir zum Beispiel beruflich arbeiten, umso mehr Geld werden wir verdienen, wenn wir die Karriereleiter aufsteigen. Umso länger wir irgendwelche öffentlich wirksamen Sachen machen, wie zum Beispiel YouTube, umso anerkannter werden wir. Auch ehrenamtliche Tätigkeiten werden immer anerkannter. Oh, du kriegst eine goldene Uhr, du warst 30 Jahre hier der Ehrenspielführer unserer zweiten Tischtennis-Nationalmannschaft oder so weiter. Ne? Also solche Dinge. Immer mehr und immer fokussiert und dann erreichen wir mehr, weil wir das wollen. Und dort, wo wir diese Ziele dann erreicht haben, dann entsteht Bequemlichkeit. Das ist dann unsere Komfortzone. Wir haben unser Haus, wir haben unsere Anerkennung, wir haben unser Geld, Komfortzone. Das ist genau dieser wunderbar flauschige Teppich der illusionären Zufriedenheit, der uns den Kontakt zum Leben erschwert. Und ab 30 oder 40 kenne ich kaum noch Menschen, wirklich, ich kenne kaum noch Menschen, die ab 30 oder 40, die wirklich leben, sondern sie alle haben sich partiell Dinge rausgesucht, auf die sie fokussieren oder fokussiert haben und daher ihre Zufriedenheit generiert. Und immer wenn sie sagen, oh, man geht so generell unzufrieden, was wichtig wäre, also da stimmt irgendwas nicht, irgendwas sagt mir, hier stimmt was nicht, sagen sie, aber ich habe doch mein Haus, ne? Oder ich habe doch mein Geld, oder ich habe doch Familie. Aber diese Menschen, die sind nicht zufrieden, weil sie nicht voller Lebensfreude sind. Weil sie das Leben gar nicht allumfänglich aufnehmen können, weil sie zu sehr fokussiert sind. Diese wunderbare, grundsätzliche, generelle, intuitive Unzufriedenheit, dieses Feuer, das sorgt für Bewusstheit und Initiative ins Sein hinein. Diese Initiative, dieser kreative, allumfängliche Prozess der Aufnahme der Gesamtheit des Seins ist voller wahrer, lebendiger Freude. Man muss mit Liebe, mit Freude und mit Fröhlichkeit generell mit allem unzufrieden sein. Ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig zu verstehen.
Aber wenn es einfach wäre, dann wären alle Menschen wirklich zufrieden. Dann gäbe es keine Kriege, keinen Hunger oder kein Leid. Unzufriedenheit ist also einerseits ein großes Übel der Menschheit, wenn es fokussiert auf ganz bestimmte Dinge im Denken ist. Also ich bin unzufrieden mit irgendetwas, dann ist es das größte Übel der Menschheit. Wenn es aber das Feuer der Leidenschaft entfacht, der Kreativität, was voller kindlicher Entdeckungs- und Forschertrank ist, ohne auf ein Ziel ausgerichtet zu sein und dabei Dinge zu benennen, dann ist die Unzufriedenheit das Leben selbst. Die Energie, die schwingt nach oben und nach unten und immer auf der Suche nach Einheit ist. Diese Unzufriedenheit, dieses Getriebensein, das ist die pure Lebensfreude und diese erhält mein Leben auch in objektiv tragischen oder in schweren Situationen. Leben ist die pure Freude, wenn man nicht versucht Unzufriedenheit zu benennen und zu lösen, sondern dieses Feuer als Ausgleichsmechanismus gewähren lässt. Ich weiß, es ist schwer gedanklich dieses zu verstehen, aber wenn ihr zulasst, dass euer Denken dieses Video heute nicht versteht, wenn ihr diese Unzufriedenheit über das Unverständnis heute mal gewähren lasst, dann seid ihr auf einem guten Weg zu echter Lebensfreude. Alles Liebe, Euer Christian.